schaut mal her, ich bin gerade dabei, ein paar Sketchnote-Symbole zu zeichnen. Am liebsten mache ich das mit der App Procreate. Schaut mal, was da für tolle Sachen dabei rauskommen. Im Grunde genommen geht es hier um eine ganz coole Kooperation. Mal schauen, was denn dann dabei rauskommt. Oha, Leute, ich bin sowas von aufgeregt. Schaut mal, was ist das denn? Ein neues Sketchbook von Julie. Das muss ich unbedingt mal auspacken. Oha, wie cool, das muss ich mir jetzt wirklich mal ein bisschen genauer anschauen. Schaut mal, so viele Sketchnote-Symbole, da kann man ja richtig was lernen. Wow, und diese Silberschrift, das sieht ja richtig, richtig toll aus. Okay, okay, das Design ist von mir. Ich freue mich wahnsinnig über den Launch von diesem tollen Sketchbook. So, es wird Zeit für den ultimativen Pen-Test für das Spiral-Notizbuch Jolie, genannt Sketchbook. Hurra, es geht los! Ich empfehle grundsätzlich, wenn du ein neues Notizbuch hast, dann führe einen sogenannten Pen-Test durch. Das heißt, du testest deine Stifte und schaust, wie die sich auf dem Papier verhalten und vor allem natürlich auf der Rückseite. So, wir schauen mal, das ist hier ein Fineliner in schwarz und wasserfest. Wir gucken auf die Rückseite, das sieht doch richtig gut aus. Und dann gehen wir einfach weiter und testen mal weitere Stifte, wie zum Beispiel diese Brush Pens. Wir schauen uns außerdem tolle Rollerballs mit verschiedenen Farben in verschiedenen Tinten an. Rückseite wunderbar. Und hier ist der Beweis, es ist sogar Füller geeignet für Tinte. Das finde ich wirklich extrem cool. Aber jetzt schauen wir mal, was mit Aquarell ist. So, ich benutze hier nur ein ganz kleines bisschen Wasser. Schauen wir mal, das ist ein bisschen antrocknet. Ich schreibe mit diesem Wassertankpinsel mit der Aquarellfarbe und schaut mal auf die Rückseite. Es wälzt sich ein bisschen, ist ja auch normal, kein Aquarellpapier. Aber ich muss sagen, ja. Und weiter geht's mit einem richtigen fetten schwarzen Flipchart-Stift. Mega cool. Und dann probieren wir einfach noch ein paar schöne Textliner. Ich sage euch, das Papier ist cool. Buntstifte, ja, Buntstifte gehen immer, aber diese sind auch wasservermalbar. Ja, was soll ich sagen? Ich finde, das sieht richtig gut aus auf der Rückseite. Perfekt, das Spiral-Notizbuch Jolie Sketchbook. Oh mein Gott, es ist so aufregend. Endlich ist es da, das Spiral-Notizbuch Jolie Sketchbook. Und schaut mal hier, ich muss es gleich sketchen mit dieser schönen Silberfolienveredelung. Dieses Sketchbook perfekt für Sketchnotes, Bullet Journaling, Handlettering und Co. Auf dich warten 120 Seiten und 120 Gramm Papier. Außerdem ist es tintensicher und FSC zertifiziert. Nachhaltigkeit wird bei Sili ganz groß geschrieben. Jede Seite ist perforiert und du kannst sie ganz einfach rausnehmen. Und beim Design siehst du ganz viele tolle Sketchnotes von Sketchnotes bei Diana. Hol dir jetzt das brandneue Sketchbook von Julie.